Nach sehr langer Zeit dürfen wir jetzt endlich mal wieder den Tanuki benutzen. Yay! Denn hier in Weltblume 2 lautet die Challenge wie folgt. Wir dürfen eben, wie gesagt, den Tanuki benutzen. Wir dürfen aber niemals diese Lianen hier benutzen. Also niemals uns an denen festhängen oder sowas. Sondern immer irgendwie drumherum kommen, ohne eben uns an ihnen festzuhalten. So, erstmal der erste Sprung ist, glaube ich, mal gar nicht so einfach. Ich möchte am besten da jetzt nach rechts unten kommen. Ja. Yeah. Hier so nämlich, genau, okay, ging eigentlich. So schwer war das jetzt nicht, aber so mega einfach auch wieder nicht, muss man dazu sagen. Und hier will ich jetzt, glaube ich, fliegen. Ich will auch mal übrigens den Typen dann gleich kurz töten, ne? Der wird ja relativ schnell wiederkommen, aber ich möchte ihn trotzdem zumindest kurz töten. So, sehr schön, okay. Einfach in mich reingesprungen, der Idiot. Ne, aufpassen auf die Paragruppe. Okay, dann hier rüber fliegen, genau. Anders hat man da keine Chance, deswegen muss ich eben hier einen Tanuki erlauben. Weil hier, ja, weil hier anders vorbeizukommen an den Lianen, das geht halt nicht, weil die sind halt sehr im Weg, die Lianen. Und deswegen muss ich halt hier den Tanuki erlauben, um die Challenge realisieren zu können. Okay, das Gute ist aber, dass der schon relativ lange eigentlich tot bleibt, der Fisch. Der Kugelfisch, wenn man ihn mal getötet hat, ist ganz cool auf jeden Fall. Nein! Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Ach man. Wir schauen mal, was nach... Ja, super. Wir schauen mal, was noch so alles kommen würde. Da ist nochmal eine Liane. Ja, ich sterb sogar, aber ich bin gut. Also da das Ende ist auch nicht einfach, weil am Ende muss ich dann da nicht so unten durchfliegen. Und währenddessen ist aber noch der Kugelfisch im Weg. Vielleicht soll ich dann am Ende den Kugelfisch nochmal neu töten, weil der am Ende sonst ein bisschen sehr im Weg sein könnte, tatsächlich, deswegen vielleicht soll ich das dann so machen. Ich kann ihn ja mit dem Tanuki, glaube ich, auch einfach besiegen, das geht ja, glaube ich, auch. Ich brauche gar keinen Panzer dafür oder so, geht das auch so? Ich glaube schon. Ah, geht's nicht, echt? Ich hätte schwören können, dass man den mit dem Tanuki auch besiegen kann. Vielleicht war ich auch jetzt nur zu schlecht. Warte mal, ich will es nochmal kurz einmal austesten, warte mal. Natürlich geht's, genau. Ich habe doch gerade eben nicht das richtige Timing erwischt. Der hat mich auch sehr stark gewundert. Mit dem Tanuki kann man ja wirklich alles und jeden auch umbringen. Der Tanuki ist ja in der Hinsicht sogar effektiver als eine Feuerblume, weil eine Feuerblume kann viele Gegner nicht besiegen, die der Tanuki aber schon besiegen kann. Zum Beispiel ganz viele Knochengegner halt. Da kann ja die Feuerblume nichts dagegen ausrichten, der Tanuki aber schon. Finde ich ganz witzig. Aber dennoch mit einem Cooper-Panzer ist es einfacher, wie wir schon gesehen haben, weil die muss einfach nur vor mich halten und schon wird er reinspringen, der Idiot, genau. Deswegen mache ich es dann auch weiterhin so mit dem Panzer eben. Ja, du bist im Weg! Hilfe! Viel zu viele Gegner sind immer im Weg und deine Lianen sind auch immer ziemlich im Weg! Also, ist schon nicht so mega einfach. Muss man sich schon auch hier über große Teile hinweg echt konzentrieren, sehr stark bei der Challenge, dass man eben nicht auszusehen, wie ich gerade eben, sich an einer Liane festhält oder halt, ich kann es ja immer noch fliegen, wenn ich einen Panzer habe. Das wusste ich gar nicht mal. Cool. Zack. Na scheiße, das war zu früh. Hätte ich mal dich. Ich will es ganz gerne treffen, aber ich warte am besten, wenn er wieder zu mir, also wenn er von rechts nach links kommt. So, zack. Na scheiße. Na, ich hasse dich. Ich weiß nicht, sind die Cooper jetzt gestorben? Ne, die kommen wieder offenbar. Interessant. Eigentlich müssten die doch sterben, wenn die da in diese Grütze fallen. Aber offenbar zählt es für die Cooper-Panzer nicht. Die können da überleben. Kann ich es mal bitte treffen, verdammt nochmal? Offenbar können die Cooper überleben, wenn sie in eine Grütze fallen. Oder halt nicht in eine, in diese Grütze da fallen. Das ist sehr interessant. Das wusste ich gar nicht mal. Okay. Seid bitte mal... Kann ich jetzt... Okay, ich habe getroffen. Danke. So. Dann jetzt hier unten durch. Ja. Das ist sehr knapp gewesen, der Sprung. Okay. Und ja, stimmt ein bisschen. Das kommt ja eh noch. Genau das Ende kommt ja jetzt noch. So, jetzt noch kurz. Wollen wir wieder neu Anlauf nehmen. Okay. Uiuiui, das Ende ist sehr eng. Das Ende ist sehr eng. Weil da muss man wirklich genau den richtigen Abstand finden. Weil einerseits sind die Lianen da ziemlich im Weg, weil man eben nicht so weit oben sein darf. Ah fuck, jetzt habe ich auch meinen Tanuki hergegeben. Okay. Ja, ich hoffe, wir werden dann nicht gleich nochmal sterben, ansonsten müssen wir wieder neue holen. Das wird wieder nervig werden. Auf jeden Fall muss man eben darauf achten, nicht zu hoch zu sein, weil ansonsten man eben die Lianen berühren würde, aber auch nicht zu tief, weil man ansonsten in der Grütze landet. Also ist auch wieder mal eine sehr, sehr enge Geschichte an der Stelle, finde ich. Und das macht es natürlich dann nicht einfach, klar. Also da muss man echt gut aufpassen, weil ich meine, hier am Anfang und auch im Mittelteil von dem Level geht's eigentlich, weil da die Lianen meistens nicht so weit runtergehen. Da hat man eigentlich relativ viel Platz, um da so unter denen durchzufliegen und eben trotzdem nicht in der Grütze zu landen. Das wird aber halt dann später im Levelverlauf um einiges schwieriger, finde ich. Weil dort dann nämlich die Lianen ziemlich im Weg sein können, tatsächlich. Also das wird dann hier später noch echt schwierig, finde ich. Zuerst mal wieder umbringen, den Typen. So. Sehr gut, okay. So, Moment. Die Stelle geht ja aber eigentlich noch. Da kommt man eigentlich ganz gut durch, finde ich, weil die auch ziemlich hoch schwingt, diese Liane. Okay. Aber jetzt dann gleich wird es wieder schwierig. Nämlich hier jetzt unten durchzukommen. Ich will sogar vielleicht am besten abspringen, wenn sie gerade links ist. Ja, muss man jetzt aber richtiges Timing finden. Ja, das ist auch natürlich. Ist auch genau so der Fisch wieder gekommen. Scheiße. Ja, ich muss mich da eigentlich auch ein bisschen beeilen, dass ich da eben rüberkommen kann, wenn gerade der Kugelfisch nicht da ist. Das stimmt.
Ja, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Aber ich glaube echt, was ich jetzt gerade eben machen wollte, das ist schon an sich ganz. Ja, toll. Das ist schon an sich ganz gut, wenn ich es denn besser gemacht hätte. Dass ich nämlich dann losspringen will, wenn die Liane gerade ganz links oben quasi ist, also eben ganz nach links geschwungen ist. Weil ich nämlich dann genügend Platz habe, um da durchzukommen. Das Problem ist nur, dass eventuell dann vielleicht, wenn ich dann rechts von der Liane bin und von ihr wegfliegen will, dass sie dann wieder auf mich aufholen könnte, sage ich jetzt mal. Und ja. Und dass ich mich dann halt automatisch an ihr festhalte, weil sie eben dann auf mich aufgeholt hat, die Liane, wenn ihr mir folgen könnt. Das wäre dann natürlich nicht ganz so cool. Aber muss ich dann nochmal austesten. Ich werde wahrscheinlich eh noch ein paar mehr Versuche brauchen für die Challenge. Weil ihr seht schon, das ist nicht einfach. Weil ich meine, der Anfang und Mittelteil geht, wie gesagt, einigermaßen. Aber gerade das Ende hat es wieder sehr in sich, weil das sehr, sehr eng ist, weil ich da gerade so irgendwie durchkommen kann. Und das ist halt schon wieder schon relativ schwer, würde ich behaupten. Und gerade der blöde Kugelfisch, der ist auch echt ziemlich im Weg, möchte ich anmerken. So, Moment. Erstmal wieder den umbringen. Zack, zack. Perfekt. Gut. Dann hier oben durch, das war ja voll in Ordnung. So. Jetzt soll ich einfach beeilen. Nein, jetzt habe ich mich trotzdem festgehalten. Das wollte. Mann, scheiße, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Ja, nee, aber unten durch ist aber blöd da. Da unten durchzugehen ist schlecht, weil die wird dann auf mich auf und ich muss das dann so machen. Und dann hier so unten durch, ja, das ist besser. Und da muss ich danach aber auf der Spinne da landen. Na, jetzt habe ich wieder meinen Tanuki hergegeben, na toll. Ja, sorry, müssen wir jetzt wieder einen neuen holen, schnell. Geht am besten, habe ich ja, glaube ich, schon mal gemacht, auch in Welt 1-3. Das ist aber tatsächlich nicht einfach, da durchzukommen und dann bis zur Spinne hinzukommen. Tatsächlich, das ist nicht so easy. Weil ich muss auf jeden Fall dann bis zur Spinne kommen, bevor dann meine Power vom unendlich Fliegen wieder aufhören wird mit dem Tanuki. Weil ich dann nämlich von der abspringen will, auf jeden Fall. Das ist aber, wie gesagt, nicht einfach, finde ich. Da muss ich mir also dann irgendwas einfallen lassen. Ich muss da echt mit ganz. Hier ist noch mal einer drin, oder? Genau. Ich muss da echt mit ganz, ganz viel Schwung dann da wegspringen, damit ich auch wirklich weit genug kommen kann. Das ist aber nicht einfach, weil ich muss wirklich dafür sorgen, dass der Tanuki da lang genug hält, dass ich da eben bis zu der Spinne dann rüberkommen kann. Kann man das überhaupt schaffen? Ich weiß gar nicht genau. Eigentlich schon. Aber das wird sehr schwer werden. Das wird sehr, sehr schwer werden, glaube ich. Da das richtige Timing zu finden. Mario Number One. Und dann eben wirklich genau rüberkommen zu können. Also das Ende ist echt schwer. Wirklich schwer. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich sogar. Na, ich bin falsch gelaufen. vielleicht würde ich sogar wieder mit Absicht den Checkpoint nehmen. Um da eben das Ende dann noch ein bisschen mehr üben zu können. Vielleicht will ich das wirklich machen. Vielleicht wäre das besser. Weil das Ende ist nämlich schon noch so schwer sogar, dass ich das echt noch ganz gerne üben wollen würde, ohne halt den Anfangsquatsch hier immer machen zu müssen. Ich glaube, es wäre es tatsächlich wert, dass ich mir da am Ende erstmal eine Taktik überlege. Ich meine, ja gut, aber ich meine andererseits, die Frage ist, was für eine Taktik kann man sich da denn überhaupt überlegen? Keine so wirkliche. Man muss halt einfach da schnell rüberfliegen. Eine wirkliche Taktik, die man sich da jetzt überlegen kann, gibt es aber eigentlich gar nicht. Deswegen so viel würde es nicht bringen. Ich spare mir auch gar nicht mal so viel Weg mit dem Checkpoint, ehrlich gesagt, weil der kommt ziemlich früh, der Checkpoint hier in dem Level. Deswegen so viel bringt mir der auch gar nicht mal. Deswegen ich aktiviere ihn dann doch nicht. Mann, was mache ich eigentlich? Ich aktiviere ihn dann doch nicht. Ich darf jetzt aber auf gar keinen Fall sterben. Weil das wäre ansonsten sehr, sehr doof, wenn ich jetzt sterben würde, weil ich hasse dich. Weil jetzt nämlich meinen Tanuki, also meinen zweiten Inventar auch hergegeben habe. Also ich werde jetzt hoffentlich nicht sterben, wie gesagt. Das wäre jetzt sehr blöd. Ja, ich habe eh schon verloren. Deswegen passt schon, ich will nur noch üben, wie ich das dann gleich anstelle. Kann ich mir erstmal auf jeden Fall dich töten. Das war viel zu früh. Ich dachte, wäre ein bisschen schneller, der Fisch. Aber offenbar nicht. So, ich will, wie gesagt, erstmal den töten. Weil ansonsten habe ich da gar keine Ruhe. Ich warte mal kurz ab und erst dann gleich, wenn er rechts ist, werde ich ihm den Rest geben. So, und zack. Perfekt, gut. So, Moment. Losrennen. Nein, scheiße, Mann. Oh Gott, ey. Das ist nicht einfach. Jetzt muss ich erstmal wieder rennen. Ja. Wenn ich schon hier bin, will ich jetzt kurz die Zeit ausnutzen und das ein bisschen üben. Ganz gerne. Ich werde es mal wieder kurz zum Rennen an oder halt zum Fliegen anfangen. Okay. Erstmal gleich, wenn er wieder auftaucht, weil er wird gleich wieder auftauchen. Genau, muss ich ihn wieder kurz umbringen, leider. Weil er ansonsten zu sehr im Weg wäre. So, bam. Okay. Gut, Moment. Ja, jetzt habe ich aufgehört zu fliegen. Shit, nein! Fliegt, Mann! Das ist blöd, weil ich will da mit ganz, ganz viel Anlauf natürlich losfliegen. Das ist aber nicht einfach. Oh Gott, ey. Das ist echt doof. Jetzt wird er nämlich gleich wiederkommen. Ich muss eigentlich fast nochmal warten, bis er jetzt wiederkommt und dann nochmal töten. Ja. Weil der kommt nicht zu schnell wieder. So. Zack. Okay. Jetzt warte kurz. Okay. Jetzt hinterherfliegen. Nein, das war zu hoch. Scheiße. Dann muss ich da noch unten durch und dann noch bis zu. Nein! Ich hab doch noch Start gedrückt!
Ich wollte doch noch Start drücken und das Level verlassen. Jetzt muss ich ja nochmal einen neuen holen. Ah, ist das nervig. Ist das nervig. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber ich bin mir echt nicht ganz sicher, wie ich das da am Ende überhaupt schaffen soll. Da dann durchzukommen. Rechtzeitig bis zur Spinne hin. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen will. Weil das ist nämlich ein bisschen sehr wenig Zeit. Und ich meine, so mega viel Geschwindigkeit kann ich ja jetzt mit dem Tanuki auch nicht unbedingt aufbauen. Das ist schon sehr schwer. Ich muss da auch das richtige Timing schon auch finden von. Also, ich vergesse mir den einen Tanuki zu holen, ne? Scheiße. Ich will schon beide haben, dass ich auch einen im Inventar habe. Denn hier war ja auch einer, ne? Genau. Ich glaube schon. Ja. Auf jeden Fall, ich muss da eben auch das richtige Timing von den Lianen finden, dass nämlich dann. Also, einerseits muss das Timing von der ersten Liane passen, was es aber ganz gut tut, so einigermaßen zumindest, wenn ich eben, wie auch gerade eben immer, wenn ich eben dann abspringe, da komm schon, wenn ich dann abspringe, wenn die Liane gerade von links nach rechts geht, weil ich nämlich dann genau dann zu ihr hinkomme, wenn sie gerade ganz oft nach rechts geschwungen ist und dann kann ich da eben ganz gut durchkommen unter ihr, so einigermaßen zumindest. Ist uns aber bisher noch nicht gelungen, aber das geht dann, glaube ich, schon. Aber gerade das Timing von der zweiten Liane muss dann auch passen, dass ich auch bei der gut unten durchkomme und das Ganze auch relativ schnell. Und das ist nicht einfach, dann hinzukriegen. Also da das ganze Timing von den blöden Lianen und dann ist auch der Kugelfisch manchmal immer im Weg. Ich muss den davor immer umbringen, weil der ansonsten viel zu sehr im Weg ist. Und ich muss eben auch noch sau schnell sein, weil ich ansonsten bis zu den Spinnen nicht drüber komme. Ich muss aber bis zu denen kommen, weil ich ansonsten eben in der Grütze landen würde. Ja. Ja, ihr seht schon, das hier ist nicht so einfach. Also eigentlich alles geht, bis auf. Ich lasse jetzt mal am Leben kurz. Ist hoffentlich kein Fehler, ich bin zu faul, den zu töten. Passt schon. Auf jeden Fall ist eigentlich alles ganz gut machbar, finde ich, außer eben wieder mal das doofe, doofe Ende. Wie schon so häufig ist das Ende immer ein Problem. Und so auch in dieser Challenge. Weil das Ende macht mir jetzt echt noch ein bisschen Sorgen. Weil ich so gar nicht weiß, wie ich da weit genug kommen soll. Ja, werden wir schon noch hinkriegen, früher oder später, hoffe ich mal. So. Erstmal hier den wieder töten. Jetzt will ich ihn schon töten. Okay, gut. Dann erstmal wieder bis zum Ende hinkommen. Bis zu der eigentlich dann wirklich schwierigen Stelle, nämlich hier. So. Ich möchte auch wieder kurz warten, bis er wieder aufgetaucht ist, dass ich wieder dann ihn töten kann. Und dann wieder sehr viel Zeit habe, bis er dann wiederkommen wird. Weil jetzt dann gleich wird er nämlich schon wiederkommen. Der gute Kugelfisch, bin ich mir sicher. Oder? Oder? Da ist er auch schon, mein guter Freund. Hallöchen. Mein guter Freund ist übertrieben. So, nimm das. Okay. So, warte kurz. Jetzt hinterher. Okay. Scheiße, jetzt bin ich wieder da reingefallen. Ja, das kann man schon schaffen. Das kann man schon schaffen. Das kann man schon schaffen. Das ist aber sehr, sehr, ist sehr, sehr eng. Da auf die Spinnen raufzukommen, das ist sehr, sehr eng. Aber es geht, bin ich mir relativ sicher. Und ich muss eben auch noch darauf achten, dass ich nicht halt in der Grütze lande oder halt mich an einer Liane aus Versehen festhalte. Ja, also einfach ist anders, das ist klar. Ich töte jetzt noch wieder. Einfach ist anders, das ist klar. Aber es geht, glaube ich schon. Es war zwar jetzt gerade eben sehr, sehr knapp. Und das ist natürlich auch klar, es wird sehr, sehr knapp sein. Ich werde gerade so. Ob der. Ich werde gerade so zu den Spinnen hinkommen. Das wird nichts ein. Fuck, ey, das wollte ich nicht. Es wird nichts Eindeutiges sein. Aber dennoch, es geht. Bin ich mir relativ sicher, zumindest, dass es funktionieren wird. Ich muss erstmal wieder Anlauf nehmen hier, um darüber zu kommen zu können. Moment. So, beim nächsten Mal passt aber. Okay. So. Ich werde wieder nicht töten, den Fisch, aber jetzt dann gleich werde ich ihn töten. So. Passt das? Nee, ich glaube nicht. Doch, es passt sogar. Perfekt. Okay. So. Dann erstmal wieder hier unten durch. Dann gleich wieder zu meiner Lieblingsstelle. Ich kann sogar doch einfach eigentlich schnell genug sein, oder? Ja, nee, ich traue mich doch nicht ganz. Ich wollte jetzt eigentlich schnell genug sein und den mal nicht töten. Aber er kommt doch, glaube ich, zu schnell wieder und würde mir dennoch Probleme machen. Obwohl, nee, er bleibt eigentlich relativ lange sogar tot. Okay, ich muss sogar an der Stelle den Kugelfisch gar nicht mehr unbedingt töten. Ich kann mich da ein bisschen mehr beeilen, okay. Erstmal, das wäre zu früh gewesen, glaube ich. Wartet. Das passt. Fuck. Oh Gott. Okay. Und dann muss ich da so auf die Spinnen rauf. Aber halt mich nicht an der Liane festhalten, aber auch nicht versinken in der Grütze. Ja, das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, ohne Frage. Ich habe jetzt ja nicht den Checkpoint, ne? Genau, weil ich habe ihn zwar aktiviert, aber ich bin dann zur Karte zurückgegangen. Und dann wird da eben alles resettet, was man davor gemacht hat. Deswegen passt schon. Ja, gut. Kriege ich hier auch einen Tanuki wieder? Ah, ne, Feuerblumen kriegt man hier. Scheiße. Das war jetzt ein Fehler. Ich komme da jetzt nämlich nicht mehr rüber. Ja, okay, ich muss neu starten wieder. Sorry. Hätte sein können, dass man hier Tanukis immer bekommt. Das wäre nämlich schöner gewesen, weil ich dann nicht immer in Level 1-3 wieder zurückgehen müsste ständig, um mir wieder neue Tanukis zu holen. Aber leider geht es offenbar nicht. Naja, na gut, was will ich tun? So.
Also eigentlich finde ich schon, dass meine Vorgehensweise da am Ende jetzt ganz in Ordnung ist, wie ich das jetzt mache. Das kann, glaube ich, so funktionieren, wenn ich das dann eben noch besser hinbekomme. Das ist dann noch etwas schneller. Noch etwas schneller bei der Liane unten durchgehe und mich eben weder an der Liane festhalte, noch da in der Grütze versinke. Ist wie gesagt nicht einfach, das hinzukriegen, weil ich da echt total wenig Platz nur habe. Und da passt man halt wirklich gerade so durch, so irgendwie. Und das ist schon ziemlich schwierig, finde ich. Das ist natürlich logisch. So, rechts aus. Passt, sehr schön. Das ist schon ziemlich schwierig, finde ich. Aber es geht. Das glaube ich schon. Es dürfte machbar sein. So, ich muss jetzt eben nicht unbedingt den überhaupt töten. Den Kugelfisch. So. Hinterher. Nein, zu tief wieder. Scheiße. Und da muss ich dann eben weit nach oben fliegen und dann auf der Spinne halt landen. Hiieiei. Das ist nicht einfach auf jeden Fall. Das ist nicht einfach. So, es tut mir leid, dass ich hier immer wieder zurückgehen muss. Ich wünschte mir, dass es hier in NSMB 2 ein Inventar gäbe wie in New Super Mario Bros. Wii oder New Super Mario Bros. U. Am besten wie in Wii, weil da konnte man ja alle Items bis zu 99 Mal tragen. Das war ziemlich cool. Wenn ich mal dann ein Projekt zu NSMB Wii mache mit Challenges, dann würde es da niemals ein Problem sein, sich immer wieder Power-Ups zu holen, falls man welche benötigt für irgendein Level. Den Pinguin oder sowas zum Beispiel. Oder den Propeller oder irgendwie so. Das wäre dann kein Problem, sondern die eben bis zu 99 Mal im Inventar tragen kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum NSMB Wii und NSMB U schneller, schwieriger sind, wollte ich sagen. Schwieriger sind als hier NSMB 2 oder auch NSMB DS. Denn das Prinzip hier aus NSMB 2 oder NSMB DS, dass man eben im Inventar ein Item hat, das man jederzeit im Level auch einsetzen kann, das macht es ein bisschen einfacher, weil man eben dadurch quasi doppelt so viele Power-Ups immer mitnehmen darf. Wie in NSMB Wii oder NSMB U. Weil bei den Spielen darf man zwar vor den Level dann total viel mitnehmen, also man darf in die Level schon mit einem Power-Up häufig starten, mit irgendeinem, wo man gerade drauf lustig ist, aber in den Leveln selbst darf man eben nicht noch ein weiteres Power-Up sich einfach herzaubern, wie eben hier in NSMB 2 oder auch in NSMB DS. Deswegen, dadurch sind die beiden Handheld-Spiele da ein bisschen einfacher in der Hinsicht als die beiden Konsolenspiele, finde ich. Aber na gut. So. Jetzt habe ich hier sehr viele Blöcke, die im Weg sind. Das ist sogar total im Weg. Der Tanuki-Block ist auch sehr im Weg, aber der Münzblock gerade eben auch, das wird ja noch witzig werden. Wenn die jetzt ständig im Weg sein werden, muss ich am Anfang immer 15 Sekunden oder so hergeben, um die überhaupt mal loszubekommen, um da weiterkommen zu können. Das wird nervig werden. Naja, so. Zack, okay. Gut. Ich bin jetzt aber auch nicht ganz sicher, ob meine Taktik nicht vielleicht doch nicht klappen wird, die ich mir jetzt da überlegt habe, für die schwierige Stelle am Ende. Weil ich glaube nämlich schon, dass ich theoretisch auf die erste Spinne von denen da schon drauf kommen würde, aber andererseits auch nicht. Weil diese Spinne, die wird sich ja nach einer gewissen Zeit wie die auch gerade nach oben bewegen. Und wenn sie sich nach oben von mir wegbewegt, dann werde ich glaube ich nicht auf sie drauf kommen. Wenn sie unten bleiben würde, dann hätte ich schon ganz gute Chancen. Wenn sie aber eben nach oben geht, das war auch knapp. Wenn sie aber eben nach oben geht, dann habe ich glaube ich keine Chancen sogar. Deswegen, das ist auch sehr blöd. So, ich warte mal kurz eine Runde ab. So, gleich werde ich wieder hinterhergehen, okay. Ah doch, okay, man schafft, sehr gut. Okay, alles wunderbar. Gut, man kann es hinkriegen. Puh, ich habe nicht erwartet, dass wir es jetzt schon so schnell schaffen würden. Ich dachte, ich würde noch ein paar mehr Versuche brauchen. Ah, da ist noch eine Liane weg hier. Ich dachte, wir würden noch ein paar mehr Versuche brauchen. Aber jetzt passt alles. Okay, in unter 20 Minuten haben wir es geschafft. Mario Number One, woohoo! Mit einem Tanuki haben wir das Level geschafft, ohne auch nur eine einzige Liane zu benutzen. Yay, sehr schön. Gut, dann geht es natürlich heute auch noch weiter mit den anderen beiden Challenges. Und zwar nämlich noch der aus 8.3 und dann noch der aus 8b, die da oben noch ist. Und da gibt es keinen Tanuki mehr, aber mal gucken, wie ich mich da anstellen werde. Die werden nämlich auch beide nicht einfach werden. Mal gucken. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.